Das ist ja. Uns könnte es definitiv schlechter gehen. ¡Bravo! ¡Fantástico! War das nicht ein Halle jetzt, ja? Das war wirklich wunderbar. Schön. Wunderbar. Wunderbar. Super Tag. Ich würde sagen, der Auswahl war gut. Ich würde sagen, muchas gracias und hasta mañana. Ne? Hasta mañana. Hasta mañana. Und Petri, Dank. Ja, danke. Der dritte Tag im Ebro-Delta. Schon frühmorgens um 7, Temperaturen von 20 Grad. Vielleicht geht uns ja heute ein Mahi-Mahi oder ein Palometer, eine Gabelmakrele an den Haken. Und es gibt ja noch einen an Bord, der immer noch auf den ersten Fisch wartet. Moin, moin, ich mach's kaum sagen. Horst hat die lila Rute ausgepackt und wenn das nichts bringt, ist der Fein nach Hause. Horst, was hast du dir dabei gedacht? Du, ich bin davon überzeugt, dass mir heute so ein Thunfisch einen harten Drill liefern will. Und das ist eine Rute, die wirklich Rückgrat hat. Und damit ich mich nicht so lange anstelle wie du, damit ich auch wieder angeln könnt, dann gebe ich richtig Gas, weißt du, und dann haue ich das Ding raus und dann können wir gleich weiter angeln. Ne, denn du weißt ja, wenn so die Drillzeit ist, verlorene Angelzeit. Dass Dani ein guter Guide ist, ist auch bei anderen Anglern bekannt. Die deutsche Konkurrenz ist uns auf den Fersen, Horst. Ja. Es hat sich rumgesprochen, dass Heinz gut fängt. Weißt du, jetzt verfolgen wir uns schon. So einfach ist das. Wer keinen eigenen Guide an Bord hat, der fährt einfach einem Boot mit Angelführer hinterher. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, an Bord des kleinen Motorbootes soll es noch zu einem folgenschweren Zwischenfall kommen. Ja, da ist die Richtung ran, ganz schnell. Das ist halt das Geile. Du fährst hier raus, siehst die Vögel fliegen, wartest, wo sie sich formieren und dann plötzlich taucht aus dem Nichts irgendwo ein raumender Thunfischschwarm aus. Und das ist wie Jagen fahren. Das ist Adrenalin pur. Dem geschulten Blick von Dani entgeht kaum etwas. Und es dauert nicht lange, da haben wir ihn gefunden. Einen riesigen Thunfischschwarm direkt vor unserem Boot. So, die haben schon ausgeworfen. In dieser Phase heißt es ganz, ganz kühlen Kopf bewahren. Denn wenn man sowas sieht, da kann man schon mal durchdrehen. Ich bin mittendrin jetzt. Ich auch. Da war einer dran. Ja, da ist er! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Fisch! 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 Ganz kühlen Kopf bewahren. Ruhig bleiben. Tja, spätestens jetzt sind die guten Vorsätze über Bord geworfen. Doppeldrill auf dem Vorderdeck. Nur Horst hat mit seiner lila Rute noch kein Glück. Der Fisch ist hier unter deiner Schnur durch und ich gehe vorne rum. Macht auch nichts. So hat er wenigstens die Hände frei, um uns zu helfen. Okay? Danke dir. Was habe ich gesagt? Gefochtene. Scheiße, du. Abgerissen. Er hat noch ein paar Körner übrig hier. Kommt sie mal einfach oben gegen das Wasser rennen. Ist die an? Okay, ausgestiegen. Ja, aber der war am Arsch gehakt. Also in dem Getümmel. Aber egal, Gefühl war schon mal gut. Heinz, der ist noch nicht so weit, komm her. Kannst du die Rute wissen? Vorsicht! Oh, ab! Abgerissen! 0 aus 3, das ist eine scheiß Quote, würde ich sagen.
verbesserungsfähig. Okay? Heinz? Was ist so? Bei mir hat angefangen, ein weiser Angler hat, mir mal gesagt, Mund abwischen, weitermachen. Ja, natürlich. Wir gucken uns das jetzt mal an, wie es aussieht. Guck mal hier. Ja, ja, alles. Und die gefochtene, oder? Nee, Monofilling. Ja, Monofil. Da bin ich aber froh. Das ist weiter, der schnappt das im Mund und dann Knoten. Zähne. Guck mal, wir haben drei Stück dran gehabt, keinen rausgekriegt. Du konzentrierst dich auf den richtigen. Ich hätte ihn rausgekriegt. Also, sowas kann man, sowas gibt's gar nicht. Drei Fische verlieren hier im Drill. Ja, das ist die Auswertung, wenn man so einen großen Fisch dran gehabt hat. Bis auf Horst natürlich. Ne? Ich kann auch noch Tür im Kopf bewahren. Ne? Ich habe euch noch einmal den Vortritt gelassen, aber jetzt ist Schluss. Kurze Verschnaufpause und dann sind sie wieder da. Diesmal eine andere Thunfischart. Little Tunny. Zwei Stück. Doppeldreh hier. Schön. Okay. Den haben wir. Und links auf, links auf. Der kleine Thun, genannt auch Little Tunny. Er wird bis 1,20 Meter lang und ist ein ausgezeichneter Speisefisch. Endlich können wir zwei Fische landen. Nur einer guckt weiterhin in die Röhre. Hey, kann man mal sehen, was die hier so jagen, die Little Tunnies und die Bluefins, kleine Sardinen. Und da passt natürlich so ein Köder perfekt ins Beuteschema, ne? Also die wir jetzt gefangen haben, die beiden, die haben uns hier jede Menge von den Köderfischen hier ins Boot gekotzt. Ja, und das ist natürlich der Glatzack hier. Perfekter Köder. Eigentlich für Meerforellen gedacht, funktioniert aber auch auf Little Tunny. Und sogar Bluefins beißen drauf. Ich habe die grüne Ausgabe vom Glatzacks. Dem ist schon ein bisschen schlecht. Ja, der ist schon grün geworden hier. Dann plötzlich taucht das Boot mit den drei Bayern wieder auf. Es gibt einen Verletzten an Bord. Ja, unsere deutschen Freunde, habt ihr schon was gefangen eigentlich? Ja, einen Thun haben wir. Einen Thun habt ihr? Die haben ein kleines Problem. Die haben nämlich einen Haken im Fuß, auch das kann passieren. Boah, was hat der, wer? Du! Ja, lass mich doch. Die Spitze des Hakens mit dem Widerhaken daran muss abgekniffen werden. Und das tut weh. Warte. Ja, ist schon fast null, gell? Jeder professionelle Angelguide sollte wenigstens einen Verbandkasten an Bord haben. Dani ist perfekt ausgerüstet. Immer noch eine her. Noch eine. Ciao. Ciao. Danke, gell? Ciao. So ist das. Unfall auf hoher See. Aber wie Horst schon sagt, mit so einer Nussschale sollte man eigentlich nicht so weit rausfahren. Und schon gar nicht mit Badelatschen auf Thunfisch angeln. Denn da sind Unfälle eigentlich vorprogrammiert. Und wie die es gemacht haben, zum Beispiel Routen an Bord liegen lassen, das ist eigentlich tödlich. Ja, kann man immer wieder fahren. Deswegen habe ich hier auch Bootschuhe an. Es war jetzt auch kein festes Schuhwerk, aber. Und wieder haben wir einen Schwarm entdeckt. Und diesmal ist es ein sehr großer. Petri Heilhorst, den holst du jetzt. Wenn da nichts beißt, dann warte mal. Nimm mal einmal Ruder, oder? Hunderte Thunfische schießen kreuz und quer durchs Wasser auf der Jagd nach Sardinen. Bei ihren Attacken können sie Geschwindigkeiten bis 80 Stundenkilometer erreichen. Und das spürt man auch an der Angelrute. Jawohl! Ja! Ich habe einen Popper dran gehabt übrigens. Den 3D-Popper. Horst. Ja! Horst! Das kann nicht wahr sein! Der Europameister im Drill. Das ist mir scheißegal. Mal hier, so werden die Fische gedrillt, Jungs. Hier.
Oh, ausgestiegen. Ich konnte das Essen kochen. Du, das ist doch so nicht zu fassen, du. Horst, soll ich dich mal streicheln? Ja, ehrlich, du. Abgerissen! Mist! So ein Pech, du. Mann, Mann, Mann. Aber Danis Ruhe zahlt sich aus. Wieder ein Little Tummy. Und der dreht vor dem Boot noch mal so richtig auf. Ein schöner Abschluss eines unvergesslichen Angeltages. Dieser Fisch hat etwa 10 Kilo. Nach 8 Stunden auf hoher See machen wir wieder fest. Und Julio erwartet uns bereits. Wo sind die Rose heute? Bei dir haben wir drin gelassen. Ach so, gut. Na gut. Ja. Der vierte Tag. Es ist unser letzter Angeltag. So, nach dem schweren Programm gestern auf hoher See mit den harten Fights, mit den harten Drillszenen, heute das ruhige Programm. Es sind so die Stunden, wo die Fische beißen könnten. Auch bei Horst. Mit dem Druck kann ich nicht mehr leben, Heinz. Ich kann mit dem Druck nicht mehr legen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und jetzt erwartet ihr hier wieder Leistung von mir. Das macht einen Angler krank, ehrlich, weißt du. Dann habe ich die Tage so ein bisschen Pech gehabt, weißt du. Aufsteiger, habe euch immer die besseren Plätze gelassen, weißt du. Und dann muss ich mir noch die ganze Zeit das anhören, dass ich noch hier keinen vernünftigen Fisch gefangen habe. Aber Horst, immer ganz ehrlich, ne? Dann machst du dir da so einen weißen Gummi, so ein abgekautes Gummi da jetzt ran. Und das schon am frühen Morgen. Ne? Meinst du, das bringt was? Guck es dir mal an. Du. Das ist doch so ein weißen Glitzergummi, du. Also, ja, aber. Also Gummifisch auf Wolfsbarsch ist eigentlich, soll der Bringer sein. Ja. Und mit dem Einzelhaken hast du hier natürlich den Vorteil, wenn du jetzt dicht ans Schilf wirfst, wenn du dann mal Hänge hast, kriegst du ihn immer wieder los. Ne? Und Wolfsbarsch, Horst ist ja auch Experte in Sachen Wolfsbarsch. Auf Baltrum, ne? Ostfriesische Insel. Also ich bin der Einzige, der hier anwesend, der schon mal einen Wolfsbarsch gefangen hat, ne? Außer unserem Guide. Aber die anderen hauen wir alle nur auf die Kacke, weißt du, wenn du hier mal einen Tag den Zielfisch nicht erreichst. Da wird so ein Druck aufgebaut, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, vernünftigen Knoten zu machen. Ah, oh! Da habe ich einen Anfasser gehabt. Baum. Ach, Heinz. Baum? Ich weiß nicht. Brauchst du, wenn du was suchst, du hast einen Blick in den Rücken. Ach was? Ja, dreh ich mal um. Wir haben den da reingesteckt. Heinz, mach mal nee. Ab im Ernst. Ein Blink im Rücken. Yeah. Das ist doch deine. Nee. Ach nee, das ist vom Guy. Das ist halt vom Also Dani. Ehrlich, du. Das gibt's doch gar nicht. Moritz. Womit habe ich das verdient, du? Oh, so ein schöner Morgen, du. Das ist so schön, du. Kannst du mal wieder was erklären, Horst? Ja. Man muss ab und zu mal das Vorfach wechseln. Und dazu bin ich jetzt ein Stück Fluorcarbon von meiner Hauptschnur. Ich habe natürlich sehr dünne Schnur hier drauf. Das habt ihr gesehen, die hat nicht viel gehalten. Ich leider. Oh nee, ich kann nicht mehr. Habt ihr heute Morgen schon am Rasierwasser geschnüffelt hier, oder was? Und die verscheißern mich hier in einer Tour. Was sagen Sie immer, werf ufernah, Horst, werf ufernah, weißt du? Dann liegt ein toter Baum im Wasser, dann reiß ich ab, weißt du, dann freuen sie sich darüber. Oh, ich hab richtig Bauchmuskeln gerade. Ja, wer solche Freunde hat, ne? Ja. Meinst du, der hält der Knoten aus? Nö. Nicht lange. Nee. Auch nicht so, macht auch nicht so einen guten Eindruck. Nee. Du machst doch in Norwegen immer so Knoten haben. Wir sind hier nicht beim Schuhzubinden. Die Schleife kannst du an die Schuhe machen. Ich kann schon keinen Knoten mehr. Er hat alles verlernt. Er hat alles verlernt. Oh.
Jawohl, der Erste! Ja! Horst! Ja, ein wieso? Fisch! Wieso? Und ich meinte dich nicht? Ich kann doch fangen, Heinz hier. Ich mach bloß nicht so einen Alarm wie du. Ne? Horst, das glaubst du nicht. Ja. Da ist er. Zwei. Nee. Das sind deine Bufische. Oh. Jawohl! Oh, und meine wieder ausgestiegen, du ich. Bluefisch. Horst! Bluefisch, das ist gut. Wir haben zwei Bufische. Und meine ist wieder ausgestiegen, das kann doch nicht wahr sein, du. Ja, haben wir gerade ein bisschen Action gehabt an der Oberfläche. Einfach mal angeworfen. Und schon haben wir diesen kleinen Freund hier gefangen. Bonito ist das. Wir einigen wir uns auf dem atlantischen Bonito. Bonito. Würde ich sagen. Ja. Bonito. Ja, einfach Bonito. Bonito. Mittelmeer Bonito. Ja. Ja, und gebissen hat er auf so einen kleinen Jig hier. Ne? Also wir haben bloß ein bisschen was an der Oberfläche gesehen. Was rauben. Nicht viel. Ja. Eingeworfen, durchsacken lassen. Ja. Schwupps war er drauf. Oma, das ist schon so weit. Horst macht jetzt einen Spinner dran. Ne? Ja. So was, wenn ihr mit dem. Das ist nicht seine Kragenweite, die Fische hier. Nee, die Pille-Palle-Zeug hier angelt, also denke ich. Wenn wir jetzt hier schon auf Kleinfisch angeln. Im Mittelmeer. Ein Köder, den man normalerweise im Dorfteich benutzt. Man wird gezwungen, solche Köder hier einzusetzen, weißt du, damit man den Hohn und Spott nicht länger ertragen muss. Um eventuell auch einfach diesen Babyfischen zu fangen. Oh, Bonito. Hast du euch hier mal zeigen, wie die aussehen, die Fische? Will ich gar nicht sehen, das Elend. Auf dem Beifänger. Kleine. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier einsetzen soll, ehrlich. Guck dir das an, jetzt habe ich hier schon Maps 2 oder 3 drauf, weißt du. Da hast du doch nicht in Norwegen oben Forellen gefangen, im Gebirgssee da mit dem? Ja. Du, ich habe eigentlich überall gefangen, bloß hier nicht. Ja, es gibt Tage, sollte man lieber im Bett bleiben. Leckst mich am Arsch. Dann am späten Nachmittag unsere allerletzte Station. Und auch die letzte Chance für Horst. So, nächste Station, Mündung des Rio Ebro hier vom Strand. Wir waren so oft auf dem Boot, an Bord, weit draußen auf dem Mittelmeer, hier direkt im Mündungsgebiet in Strandnähe. Und jetzt wollen wir direkt mal vom Strand aus versuchen, hier Palometer soll es hier geben, Bluefish, Makrelen, Bonitos, wir wissen es nicht. Aber ich hoffe immer noch, dass Horst irgendwann mal seinen ersten Fisch fängt. Also, Rute raus. Fische sind hier. Und das ist ja hier wie Meerforellenangeln bei uns an der Küste. Nicht? So schön bloß, dass das Wasser hier etwas wärmer ist, auf die Luft. Also so Wartfischen, bei solchen Temperaturen habe ich noch nie gemerkt. Wartangeln mit Badeshorts. Bei 25 Grad Wassertemperatur kein Problem. Robert traut sich sogar ganz weit raus. Und Horst, der hat sich auf einmal davongeschlichen. Ein Fisch kann eine richtige Erlösung sein. Ich habe schon gedacht, die hätten wir total. Wahnsinn. Ich hatte schon 2-3 Mal Wespe, da hatte ich auch schon einen drauf. Also, ich denke, jetzt fangen die alle Fische und du fängst immer noch keinen. Ich habe schon das hier verflucht. Weißt du? Jetzt bin ich richtig erleichtert, auch wenn es nur ein kleiner ist, aber es ist mindestens ein Fisch. Ne? Ich wusste ja, du hast das Angeln nicht verlernt, das konnte ja gar nicht anders gehen. Du, auf alle Fälle bin ich kein Schneider mehr. Ich schenke ihm gerne seine Freiheit wieder. Tschüss, mein Fisch. Horst Ausbeute nach 4 Tagen. Ein Blaubarsch, 22 cm. Immerhin. Ehrlich, ich hab gedacht, was, du hast die Seuche. Hasta la vista, das war's. 4 Tage Ebro-Delta sind zu Ende und wir haben viel erlebt. Wir waren an der Küste, wir waren im Fluss, wir waren weit draußen auf dem Mittelmeer und wir haben gefangen, was wir fangen wollten. Horst.
Ja, also ich meine, ihr habt ja nur euren Spaß mit mir gehabt. Das nächste Mal nehme ich eine rosa Schleife mit für meine lila Rute. Ja, nee, aber trotzdem, Wahnsinn. Es war ein einmaliges Erlebnis. Also so ein Fischreichtum und die Kampfkraft der Fische hätte ich nie so erwartet. Also einfach toll. Los Robertos? Ja, ich bin vollauf zufrieden. Bluefin Tuna gefangen, Little Tunny gefangen. Mit den kleinen Fischen habe ich mich nicht abgegeben, aber das war Heinz seine Aufgabe. Ja, jetzt würde ich sagen... Kanya fuera en fiesta la fiesta! Oder auf Deutsch... Rute rauf! Der Spaß beginnt. Thank you.